Gehirn vom 6 Monate alten Schwein. Fragt den Fleischer eures Vertrauens nach dieser wohlschmeckenden Innerei. Ganz zu Unrecht ist dieses Gericht aus der Mode gekommen. Frisch zubereitet wird es am Tag der Schlachtung. Heute braten wir Gehirn. Ein Gericht aus meiner Kindheit. Erstaunlicherweise hat mir das auch schon als Kind ganz lecker geschmeckt. Da mochte ich andere Sachen nicht im Mund, so wie Sahne oder Wellwurst. Das mochte ich gar nicht. Mache ich heute übrigens auch sehr gern. Ja, meine lieben Freunde, Gehirn ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Mich erinnert Gehirn an meine Kindheit, da gab es das auch regelmäßig. Meine Großmutter hat das immer so zubereitet. Es schmeckt mir persönlich ganz lecker. Man muss es ja nicht einmal die Woche essen, aber genau wie alle anderen Innereien mache ich das so ein-, zweimal im Vierteljahr. Da freue ich mich auch drauf. Und letztendlich ist es ein schmackhaftes Gericht, was in anderen Ländern nicht diese Voreingenommenheiten verursacht. Gehirn gehört zu den Innereien, ist sehr stark cholesterinhaltig, aber ansonsten gibt es da keine Schadstoffe, die uns tatsächlich schädigen würden. Wichtig bei dieser Speise, denke ich, ist, dass wir wissen, von welchem Bauern die Schweine kommen, dass es sehr frisch ist. Sollte also am Tag der Schlachtung verarbeitet werden. Ich habe das Gehirn gereinigt von einigen Grinseln oder Adern. Und jetzt kommen die einzelnen Teile in kochendes Wasser. Und dann wird das Gehirn abgekocht, damit ich es hinterher weiter verarbeiten kann. Kräutersalz nehme ich gerne. Das gibt dem Ganzen noch einen würzigen Geschmack. Dann ein wenig Knoblauchsalz in die Panade und gemahlenen schwarzen Pfeffer. Der macht es besonders würzig. So, das Gehirn oder der Brägen kocht. Nun ist es Zeit, noch ein paar kleine Adern zu entfernen. Denn wir wollen es ja, dass es schön im Mund ist, nicht nur lecker schmeckt, sondern dass wir auch nichts haben, was unseren Geschmack stört. Also nochmal fein säuberlich schauen, dass wir Adern entfernen, die brauchen wir nämlich nicht. So, eine Viertelstunde ist vergangen. Das Hirn hat schön gekocht. Wird jetzt abgegossen. Puh. So, nachdem ich wieder sehen kann durch meine Brille, wird das Gehirn noch ein klein wenig abgespült. So. Jetzt kann es abtropfen und ein wenig erkalten und dann wird es paniert. So, nachdem die kleinen Gehirnhälften erkaltet sind, kommen sie in Paniermehl und gleich ins Fett. Die Zubereitung von Stampfkartoffeln oder Kartoffelbrei, die spare ich mir heute mal vorzuführen. Ich denke,
Das ist ein einfaches Gericht, was jeder kann. Und wir konzentrieren uns mal auf die Gehirnhälften. Wenn sie schön angebraten sind von einer Seite, werden sie gewendet. Ja, und haben schon einiges von ihrem gruseligen Aussehen verloren. Jetzt sehen sie aus wie kleine Frikadellen. Und genauso sollen sie auch aussehen. Dann sind sie richtig. Dann sind sie noch schön knusprig angebraten. Und ich gebe jetzt noch ein klein wenig Butter dazu. Angebraten habe ich die Gehirnhälften in Rapsöl. Aber für den guten Geschmack sollte ruhig jetzt noch ein wenig Butter hinzukommen. Das wird besonders köstlich. Genauso sollte es aussehen. So, nachdem alles kross angebraten ist, ist auch schon die Zeit, es anzurichten. So. Ein schmackhaftes Gericht. Ich denke, für den einen oder anderen wird es sicherlich ein wenig Mut kosten, das mal zu probieren. Aber das Ergebnis wird euch überraschen. Ich wünsche euch einen guten Appetit und bin dieses Mal ganz besonders gespannt auf eure Kommentare. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.